力見せてやろう。悪の力を思い知れ。Jo Leute, was geht? Mario hier, kurzes kleines Update-Video zu den DLC-Charakteren bzw. ein bisschen Infos da dazu. Falls ihr euch wundert, warum Judge ein bisschen mehr Gameplay hat, Freunde, auch die Social-Media-Kanäle von Bandai Namco haben nochmal ein bisschen Gameplay gepostet. Ich werde im Hintergrund auch nochmal das Gameplay zu Cracker und Smoothie hinzufügen, falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet. Hat man da nochmal ein paar Einblicke zum Moveset. Kurz, was meine Meinung zu den drei DLC-Charakteren ist, es wird ein ausführliches Video geben, sofern ich die alle dann getestet habe, sofern das Ganze released worden ist. Persönlich muss ich sagen, dass ich das ziemlich stark finde. Es ist wie gesagt ein Trailer, eine Preview. Man hat echt gute Eindrücke zu den Charakteren bekommen. In den Trailern sehen die meistens immer gut aus. Was mich ein bisschen stört bei Smoothie, haben auch viele in die Kommentare geschrieben, ist gerade, dass ihre Fähigkeit bzw. dieses Wasser einfach komplett blau ist. Und es wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn man da andere Farben genommen hätte oder vielleicht da variiert hätte, weil sie jetzt Smoothie solche Säfte hat, so orangefarbene Säfte oder lila, weiß was ich, irgendwelche andere Farben, weil so wirkt es wie bei einer Wasserparameter, bei einer Wasserfrucht, als könnte sie mit ihrem Schwert gefühlt welche Wasserfähigkeiten bändigen. Bei Cracker an sich finde ich es einfach nur lustig, wie er da mit seinem Klatschen und diesen Tanzen diese Keksoldaten heraufbeschwört. Und bei Judge an sich, muss ich sagen, bin ich sogar positiv überrascht, weil, wie gesagt, ich glaube, die meisten von uns verstehen nicht, wieso wirklich Judge am Start ist, aber Freunde, wenn er sich gut spielen lässt, sei es drum. Klar, es hätte genug andere Charaktere geben können, die sinnvoller gewesen wären an Judge, da sind wir uns, denke ich, alle einig. Aber wenn er jetzt schon dabei ist, wünsche ich mir einfach nur, dass er sich gut spielen lässt. Er wird vom Typ Luft sein, also Sky-Typ, wie die anderen Germa-Mitglieder Windsmokes. Die Frage, die uns wahrscheinlich alle am meisten beschäftigt, ist, wann das DLC rauskommt, wann die DLC-Charaktere rauskommen und ob zu den Charakteren darüber hinaus vielleicht noch Content dazu kommen wird, was sich ja auch sehr, sehr viele wünschen und was auch extrem angebracht wäre für Pirate Wars 4. Ist noch nicht bekannt, also sowohl das Datum als auch, ob darüber hinaus noch was kommen wird. Ich glaube, es wird nur bei den Charakteren bleiben. Meine persönliche Vermutung, weil am Anfang auch nur der Charakterpass mehr oder weniger angekündigt worden ist. Aber release-technisch hätte ich schon gedacht, dass jetzt mit dem Gameplay-Trailer zum letzten Charakter, also zu Judge, ein Release angekündigt wird. Ein konkreter Stück gibt es aber leider immer noch nicht. Ich verstehe immer noch nicht, worauf die warten, beziehungsweise warum die den Release noch nicht bekannt gegeben haben, der Charaktere, weil die Charaktere stehen halt fest, der Preis steht halt mehr oder weniger fest, aber man weiß halt immer noch nicht das Datum, was ich zwar nicht wirklich verstehen kann, aber ich hoffe einfach, dass spätestens nächste Woche Freitag, beziehungsweise im Verlauf der Tage der Woche, da auf jeden Fall ein konkretes Release-Datum ist. Ich schätze immer noch, es wird Ende Juli, beziehungsweise Juli, als auch spätestens August werden können, weil, wie gesagt, von denen schon mal Sommer bekannt gegeben worden ist, aber da tappen wir immer noch ein bisschen im Dunkeln. Freunde, an der Stelle war es das von diesem kleinen Fazit, beziehungsweise von diesem kleinen Update, wie gerade die Lage aussieht zu Pirate Wars 4. Und lasst mich gerne wissen von den drei DLC-Charakteren, welcher euch bis jetzt am besten gefallen hat, auch von den Gameplay-Previews, was ihr da gesehen habt, von den Trailern. In dem Sinne, Freunde, lasst doch gerne ein Abo da, um nichts zu verpassen auf dem Kanal. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Mautoxi. Ciao.